Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Weiter geht es mit dem wunderschönen Spiel Blood Bowl. Hier gezeigt Blood Bowl 3 von Cyanide. Ich grüße euch ganz herzlich hier zur nächsten Folge und zum Versuch in die Goldliga vorzustoßen. Wir haben zwei Siege mit den Carpalia Kekas hintereinander geschafft. Daher sind sie auch ein weiteres Mal dran. Und das wird jetzt heute Abend auch gezeigt. Wenn der Stream abbrechen sollte, dann ist das halt so. Ich werde dann versuchen aufzunehmen und euch den Rest über eine Aufnahme zu zeigen und es dann einfach an der Stelle abzubrechen. Ich habe auch rausgefunden, woran das liegt. Kann ich tun, was ich will. Ist einfach insgesamt hier in meinem Ort etwas schwierig, wie ich erfahren habe, zurzeit mit der Internetverbindung. Okay, da kann ich machen, was ich will. Ne? Nichtsdestotrotz gibt es dann auch von mir einige Upgrades. Ja, damit das alles eine höhere Qualität bekommt. Nun, sei es drum, apropos höhere Qualität. Unser Peter Pediophobius hat ein Mighty Blow bekommen und hat sich jetzt dafür auch diese rechte Schulterplatte verdient. Ja, wir sind hier auch recht weit mit Konstantin. Mal gucken, was ich da als nächstes mache. Kommt drauf an, wie er jetzt in den nächsten Spielen performt. Während wir jetzt gleich einen Gegner suchen, versuche ich das relativ gleich was schnell zu machen. Es kann auch sein, dass wir schnell einen Gegner finden. Ihr seht jetzt drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Wir sind bei 305 Punkten und wir müssen natürlich versuchen, höher zu kommen. Und zwar ist das hier in Gold, brauchen wir 1400, also 400 Punkte. Und ich würde diese 1 auch einfach mal wegmachen, um halt einfach hier in Gold zu landen. Also ich versuche es, mal gucken. Verlieren ist immer drin in dem Spiel. So, jetzt gehen wir schon gleich auf Suchen. Halt, ja, steht ja auch Carpalia Kekas großen Fett drin. Und dann legen wir los. Auch um nicht Zeit zu verlieren, weil ich habe vor, mit euch am Schluss einen Raid zu machen. Entweder zum Kanal von Prey77 oder zu Chaos Cop, die bei der DBBL Division 5 ihren zweiten Spieltag bestreiten, parallel beieinander. Ich habe es aber zuallererst im Race versprochen, daher ist der zuerst dran. Das andere ist noch die League of Cakes. Ich kann es kaum glauben. Ich habe jetzt einen Anmeldestand für April, wo es wahrscheinlich losgeht, von ungefähr 28 Spielern. Das ist völlig irre. Also mal gucken, ob noch welche absagen oder bis dahin sich es anders überlegen, wer noch dazukommt. Also meldet euch für die League of Cakes gerne voran, das ist kein Problem, das wird bei mir alles natürlich aufnotiert. Ich werde aber das Ganze rechtzeitig ankündigen, mit all den Regeln und allem drum und dran, was da dazugehört. Das wird alles rechtzeitig laufen, sodass ihr genug Planungssicherheit habt. Was ihr aber natürlich auf jeden Fall machen könnt, ist euch drüber nachdenken, was eure drei Lieblingsteams sind. Weil es wird schon wieder ein Rassencap auch natürlich geben, also ein Team-Typ-Cap, muss man eigentlich eher sagen. Und da wird ein bisschen drauf geachtet. Also solltet ihr euch schon überlegen, was ist mein Lieblingsteam, was spiele ich noch relativ so gerne und wenn es gar nicht klappt, dann was hatte ich gerne als drittes? Das könnt ihr euch schon anfangen zu überlegen. Es kommt darauf an, ob da noch eine weitere Mannschaft dann da dazu kommt, bis es dann losgeht im April. Aber davon ist auszugehen. Eine zweite glaube ich jetzt eher nicht. Ne? Und das gleiche gilt auch für die DBBL. Da haben wir mit 50 Leuten gestartet. Auch da suchen wir dann natürlich für die nächste Saison diverse Spielerinnen und Spieler, die da mitmachen. Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen, wenn ihr euch da auch voranmeldet. Ne? Da haben wir eine sehr schöne Orga übrigens, die das sehr toll macht. Trotz den Schwierigkeiten, das Spiel halt noch jetzt gibt, weil da die Admin-Tools so oder so nicht so gut vorhanden sind. Okay. So viel dazu. Immer alles bei mir, was ich live mache, auf Twitch, auf YouTube zu sehen. Ich habe weiterhin den Bug, dass ich nicht sehe, wenn ihr mir folgt, wenn ihr irgendwas macht. Ich sehe das halt einfach nicht. Das tut mir unendlich leid. Ich weiß nicht, da brauche ich irgendwann mal noch Unterstützung für jemanden, der das kann und auch weiß, wie man das Sachen einstellen muss, besser einstellen kann, wäre ich über jede Hilfe dankbar. Ist zum Beispiel die Funktion, dass ich den Chat zum Beispiel sehe im Spiel. Oder hier irgendwie, das wäre schon ganz gut, damit ich nicht immer auf mein Smartphone klotzen muss und dann Dinge verpasse, wie zum Beispiel Grüße von dem lieben Barry. Ich grüße dich, hi. Baltic Kragans, schon wieder Dark Elf. Dreimal Dunkelelfen hintereinander und ich hatte noch das Spiel gegen Sis, das macht ein viertes Mal Dunkelelfen. Viermal Dunkelelfen, was will mir Naffel damit sagen? Ihr seid gefragt, ihr dürft wieder in YouTube kommentieren.
Die Crowmasters Baltic Krakens, das ist cool gestaltet, zumindest mal, was ich hier sehe. 5 zu 4 Fanfaktor. Und ihr müsst mir noch erklären, wie dieser Fanfaktor gewürfelt wird. Wir haben 10 zweimal Blitzer mit Dodge. Natürlich eine Hexe, einen Runner mit Block schon. Warum der Runner genannt wird, werde ich auch nie verstehen. Der ist in Gold mit 51 Punkten drüber. Zwei Sieger, ein Unentschieden, eine Niederlage. Okay, alles klar. Wir haben 35.000 und wir gönnen uns natürlich an der Stelle einen Cheerleaderin, weil einfach aus optischen Gründen. Der Gobbo wirft die Münze. Und er behauptet, dass ich den Ball bekommen soll. Dann ist dies so. Die optischen Gründe sind hier drüben. Wunderbar. Die zwei Dunkelelfinnen, die habe ich mir echt gegönnt. Schade, ich wollte gerade reinsnipen. Ja, früher haben wir das gemacht, aber ich muss Ressourcen schonen. Wir haben wirklich bei uns im Ort ein massives Problem. Wie gesagt, da muss ich aufpassen. Wenn ich es da überreize, fliege ich raus und sowas. Das ist ein sehr schön gestaltetes Team. Lieber Crowmaster, herzlich willkommen bei mir auf den Kanälen Twitch sowie als auch auf YouTube. Ich wünsche dir viel Spaß in der Partie und mir viel Erfolg. Ja, früher haben wir das öfters gespielt, Barry, dieses Snipen. Da habe ich es auch angekündigt oder so. Das möchte ich aber nicht. Bitte verzeiht's mir, wirklich. Aber dass ich im Discord halt insgesamt live bin jetzt. Es war sehr schön immer, die Zeit, aber mal gucken, wann bei uns im Ort hier dieses Problem behoben wird. Es könnte bestimmt noch etwas dauern. So, welcher Zombie ist draußen? Der mit 4 SSP, der sollte jetzt nicht draußen sein. Der sollte eher drin sein. Der Harald. So. Ja, du kannst den da rauskicken, du kannst den da. Die stehen da super. Die zwei Blitze auf der Außenbahn. Die Hexe bietest du mir partiell an. Könnte ich schaffen, aber wird auch schwierig. Ich muss ja schon die Grundstrategie ausdenken, weil ich muss auf die Blotcher aufpassen, denn ich habe kein Tackle im Team. Zumindest noch nicht. Passt alle auf die 4 plus, ja, das hat, ja. Na, du bist derjenige, wo auf die 3 plus passt, okay. Alles klar. Entschuldige, dass ich so lange habe dich warten lassen, Crowmaster. Changing Wetter. Das heißt, jetzt scattert der Ball übrigens nach einem gewissen Regel und der scattert natürlich wie immer bei mir traditionell auf die Außenbahn. Das muss einfach in letzter Zeit so sein. Das ist einfach so. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dass Balthasar den Ball gleich nehmen wird. Zunächst. Reinfaulen will ich noch gar nicht. Aber jetzt will ich wissen, wie das Ergebnis aussehen wird vom Blocken.
Mein Gegner ist dran. Also wie gesagt, am Ende vom Stream, der hoffentlich noch läuft, der läuft noch, geht's rüber dann zum Kanal von Prey77, wenn ich's hinbekomme. Ich glaube Querstrich Raid und dann mal gucken. Der Name. Ja, auch die Würfel passen zum Team. Sehr schön. Also ein Goldspieler. Chrome Master. Sagt mir das was? Habe ich nicht mal den schon mal gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Eine Mumie sollte frei bleiben, um je nachdem, was er macht, dann die ranzustellen an einem Ort, wo ich sie gerne hätte, damit sie nicht gleich komplett gebunden ist. Da kommt die erste Eins. Und die akzeptiert er. Das gibt wiederum mehr Optionen, die ich sehr gut finde. Und mein Gegner darf. Prost auf euch erstmal.
Genau. Na, der verletzt sich leichter. Die Hexe war zu weit weg. Genau. Oh, gut gezielt. Das ist jetzt echt würdelos für Elfen. Schon wieder eine Eins. Okay. Schade. Schade, Marmelade.
Ganz schlecht gespielt von mir. Ganz im Rierholz in dem Zug verbraten. Weil gierig. Und er hat noch alle drei. Für die ganze Halbzeit. Ja, kommt drauf an, was er macht. Gibt es jetzt diverse Möglichkeiten. Dieter, hier am Dancen. Mächtiger Einwürfe, Paul. Auf den habe ich ein bisschen gehofft. Geht sie nochmal weg oder bleibt sie?
Mein Gegner darf wieder. Und schon wieder eine gottlose Eins. Beim Jump Up. Kein Turnover. Bows down ohne Block, gegen Block. Muss er rerollen. Macht er. Sehr schön gelöst. Das sollte uns so noch nicht sein. Reroll dann nicht. Und da kommt der Pau. Da ist jetzt richtig ärgerlich. Alles plus K6. Gut, Bows Down wäre auch noch möglich gewesen. 6 oder 2. Mein Zombie hat ihn. Alles klar. Der ist genau unangenehm.
Okay, einen Blitzer konnte ich rausnehmen. Habe oder nein? Der war wichtig, der eine. Naja, gucken wir mal, ob ich noch zum Touchdown komme. Wird schwierig. Muss ich jetzt genau überlegen, natürlich, wie er zustellt. Ein Spieler weniger jetzt erstmal auf seiner Seite. Hat aber noch nichts zu heißen. Überhaupt nichts bei den Dunkelelfen. Null. Das ist ein schönes Team übrigens, die Dunkelelfen. Sehr flexibel. Und auch nicht so zerbrechlich mit ihrer Armorbella 9. Wird echt schwierig. Richtig schwierig. Spielt das super. Der ist nicht umsonst da. Eine Division, ein Rang über mir. Guter Gegner, der Chrome Master. Macht Spaß. Der war. Boah, er wird belohnt. Er wird für die Aktion belohnt, gell? Das ist jetzt ärgerlich. Klaus hatten. Und da passiert der Mist. Und damit ist mein Ball weg.
Keine Unterstützung mehr da für Klaus. Ärgerlich. 1-2 gewürfelt. Er kriegt ausreichend Blocks, um ihn zu stoppen. Schafft es jetzt hier nicht. Könnte er rerollen. Macht er nicht. Verlässt sich wahrscheinlich nochmal auf seinen Blitz, den er jetzt gleich gegen den hat. Was ein Käse. Also da hätte er einen Ballgewinn verdient gehabt, aber muss dazu sagen, es gab ein paar Stellen, da hat er auch sehr, sehr glücklich jetzt gewürfelt mit den Einwürfelpaus, die getroffen haben jeweils. Die waren halt glücklich auf seiner Seite. Wenn man dann an richtigen Stellen Sechsen würfelt, wie gesagt, dann macht das Spiel gleich viel mehr Spaß. Blitzblock, alles richtig gemacht. Da kommt der Reroll. Es soll nicht sein. Ja. Da kannst du dann auch nichts mehr machen. Das sind Dinge, wie sie sind. Ja, scheitert er schon. Schade.
Mal die Jule Nummer zum Versuch zum 1:0 zu kommen. So nicht. So natürlich nicht. Ja, keiner mehr hat schon Reichweite. Schön abgewehrt, mein Angriff. Einwandfrei gespielt. Sehr gut gemacht. Zweimal die 2 gewürfelt. Knapp daneben ist auch vorbei. 3, 4, 5, 6 wäre durch gewesen. Also noch nicht safe, ne? Das war alles andere als safe. Dann wären Blockaktionen von mir erfolgt. Ein bisschen was freigestellt, wenn es geklappt hätte. Verstärkung rangeholt mit ihm auch. Und dann wäre er gegangen. Der Nico. So nicht. An der einen Stelle nicht die Rerolls verbraten dürfen. Besonders in einen Boostdown, den hätte ich nicht rerollen sollen. Der war zu gierig. Und das bereut man dann recht schnell. Klar, der hätte jetzt hier nicht rerollen können mit seiner Dodge-Aktion. Kann halt klappen. Ich hatte mehr Angst vor dem 50% Dodge. Müsste ich eigentlich auch mal umstellen. In den Options war das, glaube ich. Wollte weniger Blocks auf ihn haben jetzt. Auch wenn er dann zum Touchdown kommt, weil er Spieler frei hat. Er hat mehr Block im Team. Was ihn kampfstärker macht, auch wenn man denkt, oh, die Mumien, die sind aber stark. Der Mighty Blow und die sind so groß und bla. Eher nicht. Der war ein bisschen riskant. Und noch einen Reroll. Die brauche ich eigentlich für die Passaktion, meiner Meinung nach. Also wenn überhaupt nur vorhanden hat, schon zu machen. Wovon ich ausgehen muss. Der Ball ist frei. Dodge da weg. Ja, Ballübergabe auf die Außen. Klappt auch. Steh doch bitte auf. Danke.
Zack, K.O. Temporär die Hexe. Und jetzt heißt es noch wegdodgen, Touchdown. Auf die 2 plus mit eingebautem Reroll. Ärgerlich. GZ. Gut gespielt. Sehr gut gespielt. Klasse. Absolut. Schönes 1 zu 0. Ja, delikate Position. Er sitzt im Angriff, führt 1 zu 0. Ist gerade was überprüfen, sorry. Okay. Was ich noch nicht gesagt habe, ist natürlich auswärts. Double Skull. Reroll da.
Und er darf. Okay, sie sind mir allesamt entkommen. Gut. Er ist. Hat das angenommen, das Angebot von mir jetzt, bin mal gespannt.
Er schützt da auch seine Spieler sehr gut, die von Wert sind. Und er ist. Spiel zum Denken. Kannst du nicht so viel kommentieren immer, ist schrecklich. Macht es auch hier in der zweiten Halbzeit sehr gut, mein Gegner. Ohne Frage. Muss überlegen, ob er es reholt. 1-2 gewürfelt.
Bowser-Sound passiert erstmal nichts. Genau, erstmal. Verstehe, warum man den Blitz, die Blitzaktion an den Anfang des Zuges gesetzt hat. Und jetzt, oh Gott, ey, ja. Noch ein Reroll auf seiner Seite. Okay.
Kriegst halt nicht raus, die Dunkelelfen. Das macht's schwierig. Haftei. Gegen Block. Zwei Fünfen. Mein lieber Mann. Wir haben beide unsere Zeit aufgebracht. Echt schönes Spiel gegen Crowmaster. Bin ich richtig still geworden, war halt einfach geil. Oh, der hat keinen Block.
ballfrei. Schade. Da ist eine Zugzeit vorbei. Cool, dass das Spiel automatisch Boostern auswählt, wenn du das machst. Dann hätte ich den Angriff jetzt nicht mehr gemacht, normalerweise. Ich dachte noch rechtzeitig geklickt zu haben. Naja. War dann wohl nicht so. Thank you.
Müsst ihr zum 2-0 schaffen. Kann ich nicht mehr verhindern. Aber ich habe es euch ja gesagt, irgendwann muss ich ja mal wieder verlieren. Es ist jetzt mal soweit. So schnell geht's. Ich komme nicht mehr zum Ausgleich. Also verloren habe ich, Punkt. Geht jetzt nur noch darum, den Touchdown zu verhindern. Und von der anderen Seite gönne ich dann auch meinem Gegner noch einen weiteren Touchdown, weil er dann halt einfach Punkte kriegt. Was soll ich da großartig, ne? Rumtreten, wenn ich auch auf nichts, falls ich jetzt nochmal was gelegt kriegen sollte. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen, was er daraus macht. Kommt er noch zum 2-0? Also der hat eindeutig verdient gewonnen. Kein Risiko mehr. Absolut richtig gespielt. Das war die sinnvollste Aktion. Er ist besser als ich. Gut, wie gesagt, in der ersten Halbzeit gab es ein paar glückliche Momente. Es gab auch ein paar unglückliche Momente. Also von da aus, von daher gesehen, alles gut. Ja, und mal einen Anker machen. Die wichtigen Spieler schützen. Hätte ich jetzt aber auch gemacht. Ich kann den One-Turn-Touchdown mit den Untoten jetzt aus dem Kopf nicht. Ist mir auch insgesamt relativ unwahrscheinlich. Ein Feld weiter vor hätte ich gestellt, aber gut. Nee, ich werde nicht mal versuchen, um ehrlich zu sein. Ich werde ihn nicht einmal versuchen. Wow, jemand hat ein Messerchen bekommen bei mir in der Mannschaft. Ganz toll. Freut mich extrem. Jo. Gutes Spiel, vielen Dank. Das Problem beim Montage-Touchdown ist einfach auch folgendes. Wenn ich den versuche zu machen, oh, gerade sehe ich was sehr Gutes, was passiert ist. Wenn ich den versuche zu machen und mein Spieler stolpert dabei, gibt es einen Verletzungswurf, dabei könnte der sterben, sich schwer verletzen oder sonst irgendwas. Es ist es mir einfach nicht, auch nicht wert. Ne? Also mit dieser Movement Allowance ist es durchaus denkbar.
die wir haben. Sprint würde es natürlich noch mal ein bisschen einfacher machen, aber insgesamt so gesehen möchte ich das nicht hier. 11 Punkte habe ich verloren, leider Gottes, fall wieder unter die 300, ist aber nicht schlimm. Damit heißt es wieder Coffee Cakers beim nächsten Mal. Sie haben ja verloren, es ist so, ne? Die Regel bleibt bestehen. Erstmal Stück für Stück durchgehen. Wir gehen hier die Gain Details an. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Geld gekriegt. Haben jetzt 200.000. Ja, ich habe einen Fan verloren. Klar, kaum verlierst du einmal, schon verlierst du deine Fans. Das ist in Ordnung. Alfred ist der Beste gewesen. Das ist sehr gut. Ihr werdet gleich sehen, warum. Gucken wir uns mal die Statistiken an. Also, ich habe hier ganz klar und deutlich verloren. Ne? Ich möchte nicht nur auf diese Einwürfelblocks alles schieben. Ich habe hier nicht so gut gespielt wie mein Gegner und der bessere Spieler hat hier gewonnen. 39 zu 40 Block-Actions, das war ziemlich ausgeglichen. Ja, das ist halt, ja. Ja. Ist halt nicht viel bei rumgekommen. Ist okay, ja, kann man nichts sagen. Ja, jetzt gucken wir mal die Starspielerpunkte an. Er hat 10 insgesamt gemacht. Absolut cool für ihn. Kann er sich darüber freuen. Hier ist cool. Hier ist auch relativ cool. Zeige ich euch gleich warum. Und der Nico auch nochmal mit einem Punkt jetzt versehen, der Pass dann noch gelungen ist. Das fand ich ganz nett. Soweit erstmal hierzu, ne? Okay, dann gucken wir uns kurz die Rewards noch an, die wir bekommen haben. Vom Spiel aus. Zeige ich immer gerne. Ja. Oh. Human Auger, das gefällt mir sehr gut. Menschen, sehr schönes Spiel. Sehr schöne Mannschaft, die ich sehr gerne spiele. Die ich auch sehr empfehlen kann für Neueinsteiger. Und wir haben den Canyon als Stadion. Das werde ich auch nochmal in der Customization dann machen. Okay. Dann gucken wir mal hier soweit so gut. Das haben wir alles fertig gemacht. Dann gehen wir nochmal auf Teams. Jetzt haben wir hier unsere Kekas, unsere Carpalia Kekas. So, und der ist jetzt gut vom Alfred, weil er jetzt hier bei General natürlich Folgendes kriegt. Block, das macht meine Linie insgesamt viel, viel stärker. Das möchte ich drauf haben. Deswegen werde ich hier nicht random skillen, auf gar keinen Fall. Kommt bei mir nicht in die Tüte, weil einfach aus dem Grund halt, dass ich das brauche. So, der Anton, ausgerechnet der mit dem Armor Value Down, der tut sich jetzt hier in den Vordergrund drängen. Und wir haben wieder den guten Bug, dass bei den Mumien das nicht angezeigt wird. Können wir mal schauen. Er kann jetzt hier zum Beispiel keinen Block bekommen. Hat jetzt diese 6 SSP, ne, die Mumie. Muss man sich jetzt halt überlegen. Sie hat ja schon Mighty Blow. Was macht man jetzt mit einer Mumie? Ne? Ich finde es ganz gut, wenn wir einen mal hätten mit Guard vorne, der die Assistance cancelt. Deswegen einfach freue ich mich darüber. Bleibt erstmal im Team, auch trotz des Armor Value Downs. Das ist halt jetzt so, wie es ist. Ne? So, okay, wir haben 200.000. Können wir davon noch irgendetwas Sinnvolles tun? Aus meiner Sicht jetzt erstmal nicht. Ich möchte keinen neuen Spieler oder irgendwas haben, wobei ich mir überlegen kann, den Baldassar auszutauschen. Baldassar Batophobius, weil einfach er diese Verletzung hat, wo er sich eher verletzt. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Kopieren kurz den Namen, weil das möchte ich nicht mir nochmal merken müssen. Und jetzt gehst du einfach mal hier von dannen. Ja. Und dann Recruitment. Ja, Purchase. Ja. Jetzt habe ich den Luxus, dass ich genug Geld habe da dafür, um diesen Spieler auszutauschen. Von daher möchte ich das einfach tun. Wo bist du hingegangen? Hier bist du hingegangen. So, gehen wir hier nochmal schnell in die Customization und dann die Tradition will es. Der zweite. Sehr schön. Den haben wir mal einfach mal fröhlich ausgetauscht. Ja, soweit, so gut. Dann gibt es hier nochmal den Roll für die Expensive Mistakes. Das habe ich jetzt verbessert, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht unbedingt schief geht. Klicken wir mal an. Okay, was passiert? Ich würfel eine 5, es hat aber zum Glück keinen Effekt oder hat keinen Effekt. Das ist ja gut gewürfelt, das Ergebnis. Okay, cool. Dann sehen wir jetzt hier durch. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob er überhaupt noch da ist und überhaupt jemand bei mir drin ist. Nee, es lohnt sich gar nicht, jetzt hier großartig noch zu reden. Da ist alles schon offline. Ich habe viel zu lange gebraucht für mein Spiel. Okay, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Auch wenn es eine Niederlage war, würde ich mich einfach über ein Like und ein Abo freuen. Es wird dann als nächstes wieder antreten. Lange nicht mehr gesehen, ne? Muss man dazu sagen. Weiß aber nicht, wann ich dazu komme. Die Coffee Cakers, die dürfen dann als nächstes wieder auf den Platz. Ja,
werden dann halt ohne Concorsio antreten. Mal gucken, die müssen sich ja eigentlich noch aus Bronze rausboxen wieder in Silber rein. Schauen wir mal. Soll ja aber auch Spaß machen euch insgesamt. Wir haben noch wie lange Zeit? Noch 62 Tage. Da können noch ein paar Folgen durchaus kommen. Okay, alles klar. Aber jetzt gilt's. Danke, danke, danke an euch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.